heute stehen Judasohren auf meinem Speiseplan und die wachsen hier reichlich in meinem Garten an einem schönen toten Holunderstamm und wandern gleich in meine Bratpfanne. Ja, Judasohren zählen zu den sogenannten Vitalpilzen und haben also eine heilende Wirkung auf den menschlichen Organismus und werden in China und Japan als der sogenannte Mu-Er-Pilz in sämtlichen Speisen verarbeitet. Der für mich ideale Outdoor- oder Bushcraft-Pilz, will ich mal sagen, wächst das ganze Jahr, wird in Europa das sogenannte Judasohr genannt. Ja, wenn ihr Judasohren erntet, dann sehen die teilweise richtig vertrocknet aus, so wie hier. Denn die speichern Wasser und wenn die Sonne drauf scheint, ziehen sie sich zusammen und so können sie über mehrere Jahre hinweg an solchen Stämmen existieren. Einfach klasse. Ich nehme die vertrockneten Pilze hier so ab. Und dann lege ich sie in Wasser ein. Die getrockneten, ziemlich ausgetrockneten Pilze gieße ich jetzt einfach mit einem Schluck Wasser auf und lasse sie einen Moment stehen, bevor ich sie nachher in die Pfanne haue. Ja, um mein Rührei-Mittagsmenü ein bisschen zu verfeinern, sammle ich mir noch ein paar Kräuter, die auf meiner Wiese wachsen. Unter anderem hier ein bisschen Schaboxkraut, ein bisschen Giersch, ein bisschen Brennnessel. Ja, mal gucken, was ich noch so finde. Hier wächst wilder Schnittlauch. Samen dritten gleich Blatt. Davon pflücke ich mir auch mal ein bisschen was ab. So, hier ist soweit alles vorbereitet für meine Rühreier mit den Vitalpilzen Judasohren. Könnt ihr hier gut erkennen. Langsam werden die immer größer. Und heute benutze ich mal einen neuen Brennstoff, Bioethanol. Das soll absolut geruchsneutral und rußfrei verbrennen und das probiere ich jetzt gleich mal aus. Jetzt kann man ziemlich gut erkennen, warum die Pilze Judasohren heißen. Ich halte mal ein bisschen näher ran. Ja, so sehen jetzt hier meine Pilze aus. Den knorpeligen Ansatz, den schneidet man einfach raus nachher und dann schneide ich mir ein paar Streifen ab in die Pfanne, schön würzen. Also die Erfahrung zeigt, die Pilze eignen sich nicht dazu, in der Pfanne mit Fett anzubraten. Dann explodieren die förmlich, weil die so voll mit Wasser gesogen sind. Ja, ich verabschiede mich hier aus dem Garten mit einem wunderbar leckeren Essen und Schlückchen Wein und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.